was man Sachen, ja. Man sollte ja eigentlich meinen, eine Künstlerin, die jahrelang in der Industrie tätig ist und auch unter anderem für LOL die Splash Arts oder einige Splash Arts gemacht hatte, hätte es nicht nötig, ihre Kunden mit AI zu bescheißen. Aber anscheinend ist genau das passiert und wir wollen das uns ansehen. Und ich nehme den Fall auch einfach mal als Beispiel, um euch zu erklären, wie ihr AI-Bilder erkennen könnt, dass ihr selbst nicht in die Bedouille geratet und halt beschissen werdet. Deswegen werden wir da auch im Genaueren mal drüber reden, anhand dieses Falles halt. Ihr seht auch hier schon direkt, es gibt ein Google-Dokument, das ist jetzt in Englisch, das ist ein internationaler Fall, aber es ist fand ich ein guter Fall, weil vielleicht der ein oder andere kennt halt die Künstlerin oder immerhin kennt ihr LOL. Ihr habt damit was zu tun. Und es ist auch ein guter Fall, der schön dokumentiert ist, wie man halt erkennen kann, dass ihr beschissen werdet oder nicht. Und ja, wir werden auch nur ganz grob über das Ganze hin und her drüber gehen. Hier ist ein sehr, sehr langes Dokument, wo jedes Detail einfach genauestens beschrieben wird. Wir gehen einfach mal ums Gröbere und es geht vielmehr um die Bilder, um zu erkennen, wie ist AI und wo wird es denn sass, wo wird es denn komisch? Wie kann man vielleicht da ein bisschen gegen agieren? Ja, wir haben hier einmal einen kleinen Hintergrund. Es geht um den Käufer Splatterpunk X. Ist auch selbst Künstler, hat auch hier gesagt, zeichnet auch in seiner Freizeit, aber nicht halt, macht halt kein Geld mit damit. Er hat einen kleinen Comic, soweit ich gesehen habe. Und ja, das war's zum Hintergrund zu ihm. Und Michelle ist, wie gesagt, eine Künstlerin, die länger schon in der Industrie tätig war, zurzeit selbstständig ist und halt, ja, Aufträge annimmt für mehrere hundert Euro und dann halt anscheinend AI rausnimmt. Es gibt auch hier und da, hört man sagen, dass es eventuell sein kann, dass das nicht wirklich Michelle ist, sondern dass ihr Account gehackt werden wurde. Und wir schauen uns das ein bisschen später an. Wir gehen jetzt halt erstmal hier über den Verlauf und halt über die Sachen, die ein bisschen sass sind, die uns darauf hinweisen, dass das, was wir bekommen, halt vom Computer ist und nicht vom Künstler. Ist halt hier einmal das ganz Normale, wie man das kennt, Aufnahme, dass man halt ein Bild haben möchte, hier ein paar Referenzen. Wurde sich dann entschieden, okay, wir wollen hier dieses cute Katzenmädchen haben, da wollen wir ein Bild für. Und dann wurde halt beschrieben, welche Szenerie wir haben möchten. Es wurden dann auch Bilder geschickt für den Hintergrund als Beispiel. Und dann ging es auch schon ans Werken. Es wurde eine Skizze zurückgeschickt. Das ist diese Skizze hier. Die habe ich auch hier mal kurz in Photoshop für uns aufgemacht. Das schauen wir uns dann auch direkt näher an. So, wir haben hier diese schöne Skizze. Bis jetzt ist noch nichts erstmal sass. Das Einzige, was einem komisch vorkommen könnte, ist halt das Grau-Weiß im Hintergrund, aber das ist jetzt noch kein großer Hinweis, dass es ja ist. Es kann einfach sein, dass der Künstler einfach für die Komposition gesagt hat, okay, ich mache einfach mal ein bisschen Schwarz-Weiß oder Grau, also eine Grayscale drauf, um zu gucken, welche Parts mache ich hell und welche Parts mache ich dunkel. Einfach so ein bisschen die Komposition zu erkennen. Und bis jetzt sieht noch nichts wirklich sass aus, sieht halt nach einer normalen Skizze aus, sieht auch nicht aus, als wäre da ein Filter drüber gerannt, sondern als würde das wirklich handgezeichnet sein. Und dann ging es auch schon weiter. Ein bisschen geredet, ein bisschen abgeklärt und dann gab es den nächsten Abschnitt. Ist dieser hier, wo es schon sehr seltsam wird, weil wir einzelne Parts gerendert haben. Ich habe den hier auch nochmal. Und hier wird es schon seltsam. Allein die Tatsache, dass Parts einzeln rausgerendert wurden. Das ist schon seltsam. Das ist keine Unmöglichkeit, aber schon sehr seltsam, weil normalerweise macht man das nicht. Die Leute, die halt schon in Streams unterwegs waren oder Speedruns geguckt haben, werden wahrscheinlich auch wissen, was ich meine. Weil normalerweise ist das sehr, sehr selten, dass man einzelne Parts komplett rausrendert und den Rest in Sketchform da lässt. Normalerweise macht man halt erst eine Skizze, dann halt Lineout, dann vielleicht die Details, danach wird alles grob eingefärbt und später macht man dann Schatten und Licht drauf und vielleicht zwischendrin auch mal einen Hintergrund oder dann später. Das Ganze macht Michelle normalerweise auch, weil wir haben hier eine kleine Vorführung von ihr, wie sie normalerweise zeichnet und da kann man genau das sehen. Das Video ist relativ kurz. Ein Diva-Bild und da wird sich auch gut zeigen, wie sie normalerweise zeichnet. Hier macht man eine Skizze, dann macht man Lineart drauf, erst grob und dann macht man immer weiter Details drauf. Überall hin und her, auch wieder ein Schritt für Schritt. Dann hat man ja, hier weitere Details rein. Nochmal alles schöner nachgezeichnet. Man hat auch öfters mal mehrere Schritte, gerade bei einem detaillierten Bild.
an den Lineout wird alles nach und nach gemacht. Jetzt hat ein Hintergrund, ein Foto rein und jetzt gehen wir dran. Erstmal grob die Farbe drauf, um zu gucken, wo es gehört, welche Farbe, und einfach zu gucken, ob das stimmig ist. Und später geht man dann halt an Schatten und Licht und es ist fertig. So sind die ganzen Speedrows. Sie hat auch mehrere Speedrows neben ihren ganzen Aufzeigen, wie sie Bilder hat. Also hier werden nur ihre Bilder gezeigt. Hat sie ein paar von diesen Speedrows. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die alle nochmal angucken. Ich packe den Link auch in die Beschreibung, dass ihr einfach nochmal ein bisschen Recherche machen könnt, wenn ihr wollt. Wo dann halt einfach ganz schnell gezeigt würde, wie sie zeichnet. Das sind alles so 3-Minuten-Videos, die halt sehr schnell abgespielt waren mit ein bisschen Musik. So. Und da wird es halt, wie gesagt, schon sass. Ich will es nicht ausschließen, dass niemand das so macht, aber es ist schon seltsam. Auch gerade, dass dann danach keine Verbesserung gemacht werden soll, gerade durch die Lichtquelle. Man hat ja hier auch nirgendwo sich eingezeichnet, wo kommt das Licht eigentlich her. Wir können ja gar nicht ausmachen, von wo kommt das Licht. Das macht halt Highlights und Schattensätze ein bisschen schwierig. Hier vorne sieht es so aus in der Gesichtsregion, als würde das Licht von hinter ihr kommen, irgendwo hier hinten, oben links. Baseballschläger macht da auch noch mit. Dann haben wir aber hier irgendwie an dem Arm auch noch eine Lichtquelle. Okay, wir können sagen, okay, vielleicht ist der Arm ein bisschen weiter hinten, könnte noch gehen. Aber dann hier bei den Beinen ist auch wieder komisch. Hier sieht es mehr so aus, als würde das von unten beschienen werden. Hier ist die größere Lichtquelle, das untere Bein. Der Rock wird von unten beleuchtet, also müsste hier unten irgendwo eine Lichtquelle sein. Und hier hat man dann auch wieder Highlights und man ist okay, vielleicht ist das Licht doch eher von direkt links und man weiß gar nicht wirklich, wo kommt das Licht her. Das ist eine Sache, die man halt dann eigentlich nochmal korrigieren sollte, wenn die so ein bisschen kurios sind. Aber wir werden sehen. Ändert sich da was dran? Wir bekommen nicht mehr ein weiteres Bild, einen weiteren Schritt. Dann gehen wir von hier nach hier. Wir haben jetzt halt die Flügel fertig, einen halben Hintergrund und dann oben ist immer noch blurry und es sieht alles immer mehr und mehr sass aus. Hier zeigt sich auch wieder, dass es gerade an den Flügeln aussieht, als wäre einfach das graue Bild, einfach das Bild schon fertig, in der Grayscale gepackt und einfach halt drüber gepackt und man radiert dann einfach die Teile weg. Weil wenn man genau hinschiebt, da muss man aber genau hinsehen und ranzoomen, wenn es funktionieren würde. Lupe. Hier sind auch schon direkt die Haare mit drin, da hat man nicht so ganz aufgepasst. Hier und hier einfach ein paar Haare mit reingeschmuggelt. Und hier ist das alles so ein bisschen geblurrt. Normalerweise hat man hier einen Strich, eine harte Kante, aber das sieht mehr aus wie diese weiche, man halt diese weiche Kante hat. Ist ein bisschen seltsam. Okay, dann halt so nicht. Und auch hier bei den Häusern hat man hier irgendwie einen ganz komischen Blob. Keine Ahnung, was das hier werden wollte. Das noch fertig gezeichnet wird, aber es ist schon sehr komisch. Auch der Baseballschläger an sich. Hallo? Ja, aufnehmen und Zeichen zusammen funktioniert nicht, mein Laptop macht nicht mehr mit. Auch der Baseballanschläger an sich sieht ein bisschen komisch aus. Die ganzen Linien, gerade hier das, was zur Hölle soll das sein? Und auch hier diese ganzen Lämpchen sind ein bisschen komisch. Das sind eher so Sachen, die man als Anfängerfehler verbuchen sollte, aber der Rest von dem Bild lässt nicht auf einen Anfänger hinschließen. Die Renderqualität ist jetzt erstmal schon vom Stil her eher wie ein Künstler, der schon deutlich mehr Erfahrung hat. Das sind eher Anfängerfehler. Und auch hier unten, was mit den Autos komischerweise passiert ist, weiß man auch nicht so genau. Was hier, die gehen noch so ungefähr, kann man sagen, okay, kann man auch erkennen. Das sind vielleicht auch noch Autos, die sind okay, was auch das sein weiß ich nicht. Und ab hier denkst du, was zur Hölle? Das hat mein 11-jähriger Neffe gemacht, keine Ahnung, was da passiert ist. Das sind auf jeden Fall keine Autos, es gab eine riesen Kambolage und was weiß ich. Beim Baum zeichnet es auch so ein bisschen ab, wo man nicht so wirklich weiß, wo läuft das ineinander. Das bei den Bäumen kann es die lichtische Sache sein oder ist mit dem Pinsel drüber gegangen. Ist immer schwierig zu sagen, bei so ganz feinen Dingern kann alles Mögliche sein. Und auch hier hat man gesehen, okay, Licht hat sich irgendwie nichts verändert, das ist immer noch ein bisschen komisch. Dann kommt von hier Licht, hier kommt von hier Licht, aber von hier hinten kommt auch noch irgendwo Licht. Dann haben wir hier eine komische Mütze, die irgendwie ein ganz seltsames Logo hat. Das Logo ist ein bisschen seltsam. Ich weiß auch nicht, was das genau sein soll. Ist auch eine Sache, die ihr eigentlich gut kann. Zahlen, Buchstaben oder halt Logos, die sehen immer ein bisschen kurios aus. Das wirkt alles doch schon sehr, sehr seltsam. Und es wird leider, leider nicht besser. Wird noch ein bisschen drüber geredet. Leider ist ihm das anscheinend nicht aufgefallen. Und wir bekommen dann halt ein fertiges Bild. Vielleicht wurde es ja ausgebessert. Wollen wir mal nachschauen. Wir haben ja auch hier
Mal wieder ein bisschen näher ran. Ich habe natürlich auch, das war größer, das fertig gerenderte Bild. Und es tun sich immer mehr und mehr Fragen auf. Was zum Henker ist denn hier eigentlich jetzt passiert? Das ist dem Künstler auch aufgefallen oder dem Käufer auch aufgefallen. Irgendwie ist das ein bisschen seltsam. Hat auch hier ein paar Sachen eingereist als Inhalt. Ja, guck mal, das ist irgendwie seltsam. AI hier, haben wir schon gesagt, der Logo, das hier. Der komische Part an der Jacke, den habe ich auch übersehen. Das ist auch so ein bisschen blurry, als wäre da Motion Blur drüber. Generell ist das Bild alles ziemlich sehr ausgeblurrt. Gerade hier die Ärmel, die sind nicht ganz klar. Auch hier bei den Flügeln, man weiß auch nicht so ganz, was bis hier passiert. Das hier sind Flammen, hier sind es Federn. Man weiß auch, das passt nicht so ganz zusammen. Ja, und dann haben wir gesagt, die Augen haben wir auch schon gesagt. Und die Hände sind im Verglichen zum restlichen Bild, das doch sehr, sehr blurry aussieht, wie sieht es hier etwas verlaufen. Also es sieht hier aus, als wenn die Farben so minimal verlaufen. Gerade an der Jacke fällt es sehr stark auf. Und die Hände sind dann doch schon wieder sehr klar gezeichnet. Und auch die Haare haben sehr viel mehr oder sehr viel andere Details in der Haarstruktur, wie man es eigentlich im Rest des Bildes vermuten würde. Das passt nicht alles so zusammen. Die sind schön crisp und klar, die Hand auch, aber der Rest ist so ein bisschen blurry. Was bei den Haaren auch auffällt, was ich gerade sehe, was zum Henker passiert jetzt eigentlich hier mit ihren Zöpfen? So eine Sache, die AI versteht den Zusammenhang nicht, wo was anfängt und was aufhört. Also auch gerade wenn irgendwas abgeschnitten ist, wie hier, weiß die AI gar nicht, ja, wie hat das eigentlich funktioniert? So, Zopf ist ja noch klar, aber dann haben wir hier so einen Topf. Das müsste ja eigentlich so einfach so ein Zylinder sein. Wir sehen ja nicht wirklich einen Weg, dass die Haare hier irgendwie reinkommen. Man hätte das vielleicht so in die Richtung gesagt, okay, da ist so eine Strähne, die geht hier unten weiter. Hier oben haben wir auch nochmal so einen Tunnel, der irgendwie, wie gesagt, gar nicht verbunden ist. Und der dann auch irgendwie komisch hier aneinander gedübelt ist. Hier haben wir dann einen kleinen Übergang, der irgendwie jetzt aber nicht mehr in die gleiche Richtung rissig rollt, sondern irgendwie eine Kurve macht. Und auch keine Ahnung, was hier so genau passiert. Passt auch nicht so 100% zusammen. Mehr fällt es hier auf, dann haben wir hier auch halt wirklich so einen Tunnel. Der Zopf fängt irgendwie im Nichts an. Der fängt im Nirgendwo an. Der ist nichts verbunden oder so. Der fängt einfach an und dann fangen die Haare auch von hinten irgendwie an, als würden die hier weitergehen. Es wird dann so aussehen, als würde dann hier eigentlich Haare weitergehen. Die müssen dann eigentlich hier rauskommen. Aber nee, anders gedacht, die gehen auch mal in die falsche Richtung und gehen hier runter und hier lang. Und dann sind sie auch wieder in einer Turbine. Man müsste dann meinen, okay, die Richtung geht so, dann kommen die hier vielleicht wieder raus. Aber nee, die kommen hier wieder raus. Was zur Hölle passiert da? So kein Zusammenhalt. Und dann ging es weiter. Ja, AI hat auch hier gesagt, aus. Eingezeichnet hier, das ist alles sehr sass. Ist dann noch einen Schritt weitergegangen, hat das einfach mal checken lassen. Von der Seite ist das AI oder nicht? Ich habe auch eine Seite, die ich eigentlich ganz gerne nutze, wenn ich zu faul bin zum Gucken. Ist hier AI or not? Ich packe die auch unten mal in die Beschreibung. Ich finde die persönlich ganz gut. Müsst euch nur anmelden, glaube ich. Und dann könnt ihr einfach alles reinladen. Ich habe hier mal ein anderes Bild von Michelle hochgeladen, das ich auf ihrem ArtStation habe. Und man kann auch nochmal ein anderes probieren. Hier ist auch hier einmal, das ist auch von ihr. Wollen wir schauen, das lädt kurz. Dann kriegen wir auch Like the Human. Das könnt ihr mit allen Bildern von ihr machen. Ihr könnt ihr komplettes ArtStation durchmachen. Das ist nämlich das, was ich gemacht habe. Ich habe jedes Bild bis hier hin alles mal durchrennen lassen und es kam immer raus, Like the Human. Und dann hauen wir mal auf unserem Bild, worum es geht hier, unseren feurigen Engel rein. Und da kommt Like the AI. Ja. Und nachdem Splatterpunk Michelle all die ganzen Sachen gezeigt haben, das sieht aus wie AI, ich habe das hier durch den Filter, gäbe es eine Sache, die sie tun könnte, um sich selbst zu retten, die tatsächlich auch von Splatterpunk gefordert worden sind. Sie hätte die Layer teilen können. Und für alle, die nicht Künstler sind, ich habe dir auch kurz, ich nutze hier die ganze Zeit Photoshop, ihr habt hier verschiedene Layer. Normalerweise macht man das ja so. Nein, ich mache hier einfach mal. Man nutzt verschiedene Layer. Und ich mach mal hier, machen wir das mal weiß. Dann haben wir den Hintergrund. Dann sagen wir, wir malen hier was. Wir malen hier einfach mal einen Kreis. Wunderschön. Dann malen wir hier nicht drauf drinne weiter, sondern wir sagen, wir nehmen einen anderen Layer
packen hier den Kreis nach oben, sagen hier, wir machen unsere Farbe hier rein und packen halt hier dann, ich habe sie größer, dann sind sie groß, packen hier dann halt die Farbe hin und dann halt oben drauf packen wir vielleicht einfach noch den Schatten hin, machen wir es ein bisschen dunkler, hier ist so ein Schatten. Und dann kann man entweder Schatten und Licht zusammen machen, man kann aber auch sagen, okay, Licht mache ich nochmal auf einen anderen Layer getrennt. Und man staffelt das so. Man hat hier verschiedene Layer und man kann dann ganz einfach als Künstler hingehen und sagen, ja gut, ich habe das aber selber gemacht. Hier, guck, das ist mein Base Color, das ist meine Linie und kann halt so, ja, sei still, ganz, ganz simpel zeigen, ja, das ist tatsächlich gemalt, weil AI macht diese Layer nicht. Hat dann ein Bild und fertig. Das ist so eine simple Sache, die man einfach machen könnte. Wäre das Bild denn nicht? Ja, wurde von Cody auch gefordert, hat er nie bekommen, sondern immer hin und her und hin und her und sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Dann hat Michelle noch einen draufgesetzt und hat gesagt, okay, du willst dein Geld zurück, ich verbessere das. Und dann kam das zurück. Das Problem, was eigentlich war, dass das Bild AI ist, das hat sich nicht geändert. Was haben sich ein paar Kleinigkeiten geändert? Man hat hier jetzt ein goldenes Emblem, das andere ist weg. Man hat den Schläger so minimal ein bisschen angepasst. Man hat hier bei den Flügeln noch irgendwas gemacht, das ist ein bisschen anders. Und man hat hier hinten die Autos angepasst. Man kann ja auch so, zack. Zum Vergleich, ups, ey. Zack, zack. Noch das hat Cody auch nochmal gezeigt. Also es ist ja immer noch nicht das, was gewünscht war. Zum einen passt der Charakter nicht, es ist immer nur noch pink, ohne pink-weiß. Die Mütze ist hier eigentlich ein goldenes Emblem, auch das rote, was hier ist gold. Und es ist eh ein anderes Outfit. Hier ist irgendwie ein Schal, aber die hat eigentlich einen Pulli an, etc. Und es gab halt immer noch das große Problem, es war halt ein AI-Bild und man wollte kein AI-Bild, man wollte ja was Selbstgezeichnetes und es hat sich ja nicht, ja, es gab es ja nicht. Dann gab es halt hin und her. Man hat auch versucht, das über PayPal zu klären, einfach mit einem Refund, also mit einem Geld zurück. Und dann bekommt man ja einen Chat in PayPal, wo das halt geklärt werden soll, wo auch ein Mitarbeiter von PayPal drüber guckt. Aber leider hat der Cody schlechte Karten gehabt, denn die Leute von PayPal sind selbst auch keine Künstler und haben Michelle leider recht gegeben, weil Michelle hat ja was abgeliefert, hat es sogar verbessert und daher hat Cody sein Geld nicht mehr zurückbekommen. Und jetzt hat er mehrere hundert Euro für ein AI-Bild ausgegeben, das er nicht haben wollte. In dem Dokument gibt es auch noch einen zweiten Fall, den ich auch mitgesehen habe. Der ist auf Twitter rumgegangen oder auf X rumgegangen. Den habe ich auch gesehen, der wurde retweetet. Ist dieser Fall hier. Da wurde auch ein Freund gescammt von Michelle. Ging um dieses Bild hier. Hat auch eine Commission gemacht, das gleiche wie eben auch. Hat dann erst eine Skizze zurückbekommen, die hier. Die schauen wir uns nämlich nochmal an. Ist die hier. Wenn wir uns die genauer ansehen, sehen wir ganz verdächtig, dass das eher aussieht, als hätte jemand keine Skizze gemacht, sondern über eine Zeichnung oder ein Foto einfach ja, einen Linienfilter gelaufen lassen hat. Deswegen hat man hier so ganz komische Einzeichnungen. Die Haare sind so sehr, sehr detailliert, dass man für eine Skizze eigentlich nicht so krass macht. Auch hier beim Rock hat man diese Doppellinien, man hat auch die Schatten mit eingezeichnet. Das hat sie die ganze Zeit nie so gemacht. Und wie gesagt, das sieht halt eher aus, als hätte jemand den Filter drüber gemacht. Es gibt auch Snapchat-Filter und so weiter, ihr kennt die bestimmt alle, dass man halt einfach ja, so eine Zeichnung, quote unquote, bekommt. Und dann gab es auch wieder hin und her, dass das hier nicht gewünscht ist. Man möchte eine andere Pose haben. Und es gab dann keine weitere Zeichnung, kein gar nichts. Man hat dann einfach ein fertiges Bild bekommen, und zwar das hier. Hier sind auch schon ein paar Sachen eingezeichnet worden, die ein bisschen satt sind. Und wie gesagt, das halt alles ohne eine weitere Skizze irgendwie was weiteres abzusprechen, kam dann das Bild zurück. Und auch hier haben wir deutliche Zeichen, dass das AI ist. Man hat hier oben so einen komischen Flotschen drauf. Die Haare sind auch sehr, sehr nichtsaussagend. Oder hier haben wir da das Problem, Haare sind so komisch bei AI, weil AI einfach nicht versteht,
Wenn hier irgendwas aufhört, wenn es hier zum Beispiel durchgeht, versteht ihr eigentlich, dass es hier weitergehen sollte? Das fängt vielleicht von irgendwo anders an. Das sehen wir nämlich hier auch genug. Wir haben hier Linien. Hier geht es ja irgendwie zu Ende, aber von hier tauchen Haare auf, die von nichts kommen. Hier ins Nichts verschwinden Haare. Hier gibt es so Loops, komische, wo von hinten nach vorne irgendwie ganz seltsam. Wir haben ja auch noch weitere Haare-Loops. Und halt Haare, die einfach sehr komisch fallen, die man eigentlich so als normaler Künstler nicht machen würde. Man macht als Künstler Sachen halt immer Sachen aus einem Grund. Und hier sind halt viele Sachen, die sind ohne guten Grund irgendwie gemacht. Das hier ist ein bisschen hell, das blurrt sich, da fällt es nicht so auf. Aber auch hier haben wir einzelne Sachen, die einfach so, hier so ein Zickzack. Hier tauchen Sachen aus dem Nichts mit auf. Und dann Sachen, die man halt so als Künstler eigentlich nicht machen würde, weil man einfach, wenn man was zeichnet, weiß man ja so, gerade wo Sachen anfangen und aufhören, gerade halt in dem Skill-Level, in dem sie sich befindet. Wir haben ja auch so einen komischen Gürtel, der ist halt ohne jeglichen Detail. Überall sind viele Details, aber der Gürtel ist halt so ohne Funktion. Und halt hier das größte Aussagen wieder das Klassische. Irgendwie funktionieren die Finger nicht so ganz. Die Hand ist auch ein bisschen seltsam, die lasse ich nur mal gehen. Es kann einfach sein, dass ein blöder Winkel ist. Ja, oh, man hat das hier auch. Bei den Augen sieht man es auch wieder. Wir hatten es ganz am Anfang nochmal angesprochen. Wir haben hier zwei verschiedene Augen. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht. Wir haben hier einmal dieses, wenn man das ein bisschen ausfährt, so geschwungen. Und vielleicht sollte ich das einfach in einer anderen Farbe machen. So geschwungen. Und hier ist es halt wirklich eher gerade. Klar, dass die beiden Augen nicht 100% aneinander sind, aber wenn man hier schon eine ganz andere Augenform hat, ist das halt schon sehr auffällig. Auch hier, wenn man sich mal anschaut, komm näher ran, was auch immer hier in der Gesichtshälfte passiert. Hier ist vielleicht noch das Licht ein bisschen komisch, aber was auch immer hier passiert, weiß ich auch nicht so genau. Irgendwie sind noch zwei Nasen. Hier wurde irgendwie noch eine Nase mit reingezeichnet, oder ist das ein Haar über der Nase? Ich weiß es nicht so genau, was das soll. Sind halt wieder einige Stellen, die halt etwas komisch sind. Klar ist es immer, es können Flüchtigkeitsfehler passieren, wir sind alle so Menschen, aber die Anzahl der Fehler und die Art der Fehler und die Art des ganzen Konzeptes, das, ja, auch des Renderings, passen einfach nicht zusammen. Wenn es hier und da mal eine Sache wäre, dass hier die Hand komisch aussieht, wenn es nur die Hand wäre oder die Hand und das Auge ein bisschen komisch, okay, mein Gott, passiert. Aber es ist einfach die Masse an Fehlern, die auftreffen. Auch hier hat man dann später nach den verschiedenen Layern gefragt. Hier konnte Michelle tatsächlich was abliefern. Und ja, einmal die Skizze, die vorher nie aufgetaucht worden ist. Und dann danach ein fast fertiges, irgendwie auch seltsames, ausgeblocktes Mischmasch, was sie hier gemacht hat. Ist, dass sie teils, teils gemacht hat. Sie hat einige Teile hier aus der Skizze genommen. Hier Arm und die Schenkel hat die ein bisschen dunkler gemacht. Ups. Hier auch einfach ein paar Skizzen mit drinnen gelassen, einfach vielleicht auf einen Multiplayer gesetzt. Teilweise halt ausgeblockt und teilweise dann halt das fertige Bild. Das hier einfach mit übernommen. Hat sie so halt so Frankenstein-mäßig zusammengepuzzelt, was sie braucht, um halbwegs irgendwie hinzukriegen, dass sie halt das gezeichnet hat. Ja, war nicht so gut. Ja, auch hier hat man sich wieder dann mit Michelle ausgetauscht, dass das halt AI ist und man Geld, sein Geld zurückhaben möchte. Und leider hat PayPal Michelle recht gegeben, weil es wurde ja was gezeigt, aber halt AI. Wie gesagt, in PayPal sind keine Künstler, die können das schlecht nachverfolgen, ob das halt wirklich AI war oder nicht. Und ja, haben beide leider ihr Geld verloren und AI zurückbekommen. Ja. Aber jetzt steht noch im Raum. Ist Michelle das eigentlich wirklich? War sie das wirklich? Weil es ist ja schon ziemlich sass, dass jemand halt, der jahrelang in der Industrie ist, auf einmal Leute mit AI bescheißt und halt auch sich wirklich so komisch verhält. Vielleicht wurden ja ihre Accounts gehackt. Kann ja sein. Und wir schauen uns jetzt mal an, weil ich habe auch ein bisschen recherchiert. Generell ist ihre Hauptseite oder ihre Hauptseiten sind halt unter anderem ArtStation, wo halt unregelmäßig Bilder hochgeladen werden, gerade in letzter Zeit. Sind auch viele ältere Bilder da und selten was Neueres. Das Neueste ist halt das hier.
Das wurde hochgeladen vor 2 Monaten. Dann haben auch wir 2 Monate. Dann auf 9 Monate. Dann sind es auch wieder 9 Monate. Und so weiter. Also, es ist halt schon eine sehr, sehr große Zeit. Und die nächsten paar sind dann halt im letzten Jahr. Also, man hat halt sehr, sehr große Spannen. Es wurde nicht sehr viel hochgeladen. Ja, das Ähnliche hat man auf anderen Plattformen wie Deviant halt auch. Da haben halt Bilder, die sehr unregelmäßig hochgeladen werden. Die haben wir den 9. März, Juni, August, Oktober, also sehr, sehr unregelmäßig, alle paar Monate mal ein Bild. Ist jetzt so nichts aussagen. Kann ja sein, dass ihr Google-Konto ja, gehackt worden ist. Die meisten anderen Seiten sind halt auch ziemlich nichts aussagen, die existieren nicht mehr. LinkedIn ist ja auch nicht groß aktiv. Das Einzige oder die einzigen Plattformen, wo sie wirklich aktiv sind, sind zu einem Twitter und Facebook. Aber schauen wir uns erstmal das Twitter an. Wie sieht das eigentlich aus momentan? Ja, wenn man hier so durchscrollt, man kann das einfach ganz, ganz lange machen und es sind immer wieder nur wieder das Gleiche. Commissions, Commissions, Commissions. Und halt jeden Tag wird hier Commissions gemacht. So, okay. Schon sehr sass. Vielleicht wurde der gehackt. Ich habe das mal auch spaßeshalber einfach mal komplett zurückgescrollt. Wie weit komme ich denn runter? Es geht bis zum Mai 2023 zurück und das Einzige, was hier kommt, ist Commission, Commission, Commission. Wirklich sehr spammäßig. Sehr, sehr selten kommt mal ein anderes Bild. Ja. Neben Twitter ist auch ihr Facebook aktiv, quote unquote. Hier habe ich nämlich das Gleiche. Auch immer wieder Commissions, Commissions, Commissions. Hier hat sie halt einen kleinen Fan, der fast unter jedem Bild das Gleiche kommentiert. Vermutlich ein Bot. Zu dem Kanal konnte man nicht viel finden, außer dass der existiert, aber hatte kaum was vorhanden. Und auch hier wieder das Gleiche. Immer wieder, immer wieder. Zwischendrin selten was. Ja. Der Vorteil Aber ist, bei Facebook ist der Filter. Wir können nämlich gucken, in welchem Jahr ist das. Und ich habe schon ein bisschen vorher gearbeitet. So um 2015 rum wurde sie das erste Mal aktiv. Hat halt hier Bilder hochgeladen, jede Menge Twitter-Zeugs verlinkt und es ist jetzt noch erstmal nichts Auffälliges. Können wir sagen, okay. Das nächste Änderung ist so um die 2017. Da wurde deutlich mehr Kunst gepostet. Da wurde halt das, was auf Twitter gepostet wurde, was jetzt halt nicht mehr existiert, weil ihr Twitter ja nur noch bis 2023 geht. Und dann ging es auch los hier. Immer wieder Commission. Das heißt, entweder ist ihr Account seit Ende 2017 gehackt worden, so, also halt ihr Google-Account, oder die gute Frau hat das selber gemacht und geht so halt auf Pang nach leichtem Geld, jagt einfach Sachen durch AI und verdient mehrere hundert Euro damit, einfach durch ihre Reputation, dass sie halt unter anderem halt Splash Artist bei League of Legends war. Das ist halt das, worunter man sie kennt, das, was halt am populärsten ist. Und ja, sagt, es sieht sehr stark danach aus, dass sie das wirklich ist und nicht, dass ihr Ge Account hackt worden sei. Ja. Wenn wir nur dieses Twitter-Profil hätten, könnte man wirklich davon ausgehen, dass Michelles Account gehackt worden sein, weil Twitter geht ja hier nur bis 2023 und danach ist nichts mehr. Alles andere wurde gelöscht. Man könnte davon ausgehen, okay, ihre Adresse wurde gehackt. Da sie sich ja generell nicht so viel aus Social Media zu machen scheint, wir haben auch Sachen, ihre ganzen anderen Accounts sind halt so gut wie gar nicht bespielt oder sehr, sehr spärlich, unregelmäßig, alle paar Monate was oder existieren halt auch gar nicht mehr. Könnte man sagen, okay, vielleicht wurde der wirklich gehackt. Ist zwar jetzt schon eine längere Zeit rum, aber es interessiert sie anscheinend nicht. Aber dadurch, dass wir tatsächlich auch noch Facebook haben, das bis 2017 zurückgeht, wo das alles angefangen hat mit dem regelmäßigen Posten nach Commissions, das sich bis heute durchgezogen hat, also die Art und Weise, wie gepostet wird, hat sich nicht verändert. Also kann man sehr stark davon ausgehen, dass es tatsächlich doch Michelle ist, die ihre Kunden bescheißt. Man muss halt echt aufpassen, dass man halt nicht beschissen wird, aber das gilt generell überall, sowohl im Internet als auch im echten Leben. Es gibt immer Akteure, die einen übers Knie ziehen wollen, einen bescheißen wollen und halt einem das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Daher passt gut auf euch auf. Wenn ihr Angst habt als Künstler, dass euch angekreidet wird, ihr habt
mit AI gezeichnet, könnt ihr einfach alles entkräften, indem ihr einfach die Layer zeigt, die ihr benutzt habt. Wie gesagt, ihr könnt einfach ein Wasserzeichen drüber setzen oder packt die alle nebeneinander in einem Bild und wie gesagt, Wasserzeichen drüber, dass man halt einfach da nichts klauen könnt, wenn ihr da Angst habt. Und dann könnt ihr ganz simpel beweisen, ja, nee, das habe ich selbst gezeichnet, weil ich habe hier alle passenden Layer. Das war jetzt ein langes Video. Ich fand das aber ein wichtiges Thema, dass wir mal drüber reden, dass man ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit drüber spürt. Hat jetzt halt gepasst, dass der Fall gerade halt auf Twitter ein bisschen unterwegs ist. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video.